Punkt 7, die Beratung des Antrages der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern unterstützen für eine bauliche Stärkung der sozialen Infrastruktur durch praxistaugliche Vereinfachungsfristen im Baugesetzbuch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, diesmal wirklich auf die Redezeiten zu achten, weil wir einen engen Zeitplan haben. Und ich werde auch mit Zwischenfragen und mit Kurzinterventionen sehr restriktiv bis gar nicht sozusagen zulassen und sehr restriktiv damit umgehen. Ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion dem Kollegen Enak Ferlemann. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bitte um Ruhe im Saal. In der Tat haben wir es hier mit einem sehr wichtigen Thema zu tun, der Zuwanderung in unser Land, den zusätzlichen Menschen, die in unserem Land wohnlich untergebracht werden müssen. Und in der Tat, es ist so, wir haben dramatische Verhältnisse in den Kommunen. Tagtäglich erreichen uns die Hilferufe der Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrätinnen und Landräte, die schildern, dass sie in ihrer Region für die Unterbringung kaum noch Möglichkeiten finden, kaum noch Lösungen haben. Das heißt, wenn nicht ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht, muss wieder in Turnhallen, Messehallen, auf Zeltplätze und anderes mehr ausgewichen werden. Und in der Tat, es ist so, wir haben im vergangenen Jahr rund 1 Million Zuwanderer gehabt aus der Ukraine, geflüchtet vor dem Aggressionskrieg des russischen Präsidenten in unser Land. Und wir haben rund 300.000 Zuwanderer, die aus Armutsgründen, aus religiösen, rassischen, verfolgten Gründen hier in unser Land gekommen sind. Also rund 1,3 Millionen Menschen im vergangenen Jahr, die untergebracht werden mussten. Und wir müssen in diesem Jahr damit rechnen, dass erneut eine sehr große Zahl an Zuwanderung in dieses Land kommt. Und auch die werden untergebracht werden müssen. Und in dieser Situation ist es heute jetzt hier in dieser Debatte nicht die Frage, ob die Europäische Kommission die richtigen Folgen trifft, die richtigen Maßnahmen trifft, die europäischen Mitgliedstaaten. Es ist auch nicht die Frage, ob wir ein anderes Zuwanderungsrecht brauchen, ein anderes Asylrecht. Es ist auch nicht die Frage, wie wir mit den Konflikten, die wir mittlerweile in diesem Bereich haben, umgehen, sondern heute geht es ausschließlich darum, können wir die kommunale Ebene, die für die Unterbringung der Menschen zuständig ist, besser unterstützen. Dazu haben wir Vorschläge unterbreitet, wie ich glaube, sehr, sehr kluge Vorschläge. Und wir schlagen unter anderem vor, dass die Kommunen eine erleichterte baurechtliche Genehmigung erteilen können für Unterbringungsmöglichkeiten in Gewerbegebieten, in freistehenden Einzelhandelsimmobilien, in freistehenden Gebäuden, die umgenutzt werden müssen, anderes mehr. Diese Frist ist bisher bis 2024 ausschließlich, die muss verlängert werden, damit die Kommunen Planungssicherheit haben, weil wir gehen ja davon aus, dass wir nicht nur in diesem Jahr das Thema haben werden. Und wir haben vorgeschlagen, weil wir natürlich auch die Problematik bekommen, dass gerade aus der Ukraine viele Familien zu uns gekommen sind, kleine Kinder, schulpflichtige Kinder, die natürlich in den Krippen, in den Kindergärten, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen untergebracht werden müssen, die häufig Kommunen vor Probleme stellen, die eine Grundschule haben, die meinetwegen zweizügig ist und plötzlich wird sie zu einer dreizügigen Grundschule, weil wir so viele Zugewanderte in dem Stadtteil haben. Und dann muss man flexibel reagieren. Und das kann man eben nach unserem Baurecht nicht. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, setzen wir viele bauordnungsrechtliche Vorschriften aus und erlassen eine Möglichkeit, sehr schnell zum Beispiel 4 Klassenräume anzuhängen, ohne große baurechtliche Genehmigungsverfahren, die über Jahre dauern in unserem Land, sondern sehr schnell flexibel reagieren zu können. Gerade für die Kinder, die hier zugewandert sind, ist das, glaube ich, eine gute Sache, die wir vorschlagen. Vor allem auch für die Kinder aus unserem Land, damit die nicht unter der drangvollen Enge unnötig leiden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vorgeschlagen, dass darunter, dass wir so eine hohe Zuwanderung haben, dass wir diese Unterbringungsproblematik haben, nicht eine besonders belastete Gruppe, nämlich die Obdachlosen unser Land, noch besonders leiden müssen. Deswegen schlagen wir vor, auch für diese Obdachlosenunterkünfte, für die auch die Kommunen zuständig sind, auch hier die baurechtliche Erleichterung gelten zu lassen, damit nicht eine Gruppe in unserem Land gegen eine andere ausgespielt werden kann, sondern für alle das gleiche Recht. Wer unter diesem Druck leidet, dem wollen wir mit gesetzlichen Maßnahmen helfen.
Und ich glaube, das sind sehr sinnhafte Vorschläge, die wir gemacht haben. Und dass sie sinnhaft sind, sehen wir ja daran, dass gestern das Bundeskabinett einen unserer Vorschläge komplett übernommen hat. Dafür sind wir der Koalition sehr, sehr dankbar. Frau Kollegin Kanzel-Tepe, dass das möglich war, dass Sie so schnell auf unseren Antrag reagiert haben, das hat es selten gegeben. Das zeigt aber, unter welchem Druck auch die Regierung steht, Lösungen vorschlagen zu müssen. Und da ist es klug, wenn man eine konstruktive Opposition hat, die Ihnen Vorschläge macht, die Sie sogar so schnell schon umgesetzt haben. Die Fristverlängerung haben Sie vorgeschlagen zu einer Anpassung des Baugesetzbuches. Das können wir nur sehr begrüßen. Damit ist ein Teil unseres Antrages ja schon bereits auf guter Reise. Und ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, dass Sie auch den Rest mitmachen. Warum jetzt? Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Warum jetzt? Weil wir den § 246 sowieso anfassen, um die Konsequenzen aus der Umweltkatastrophe im Ahrtal baurechtlich ordentlich zu begleiten, damit wir in Zukunft besser aufgestellt sind. Da fassen wir den Paragraphen E an. Dann können wir diese Ergänzung jetzt auch noch dazufügen. Das macht Sinn. Ich freue mich über die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank, wenn Sie uns unterstützen. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Nichols. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die außerordentliche Belastung in den Kommunen, sie stellt keiner in Frage, sondern sie erfüllt uns alle mit Sorge. Und wir alle sind natürlich gefordert, die Kommunen zu unterstützen bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Ich möchte aber zu Beginn ganz deutlich noch einmal in Erinnerung rufen, bei allen Ringen in der Sache dürfen wir nicht vergessen, dass die Putins in dieser Welt die größte Ursache für Flucht und Vertreibung sind. Und dieses Problem müssen wir auch gemeinsam angehen. Ich möchte an drei Beispielen noch einmal konkret darauf hinweisen, wo wir als Bund gemeinsam schon sehr konkret die kommunale Familie unterstützt und entlastet haben. Die BIMA hat über 333 Liegenschaften mit insgesamt 69.000 Unterbringungsplätzen bereitgestellt. Weitere sind in der Prüfung, und das ist auch gut so. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam 3,5 Milliarden Euro mobilisiert und in diesem Jahr 2,75 Milliarden Euro. Und drittens haben wir mit dem Rechtskreiswechsel der Geflüchteten in der Ukraine ins SGB II 75% der Kosten der Unterkunft als Bund übernommen. Und das ist vielleicht auch noch mal wichtig, gerade mit Blick auf Föderalismus, dass wir hier das nur gemeinsam mit den Ländern tun. Gerade da, wo Regelung in den Ländern unterschiedlich ist, müssen wir eben dafür sorgen, dass die Entlastung auch in den kommunalen Haushalten ankommt und nicht im Landeshaushalt versacken. Hier sind wir gemeinsam in der Pflicht, und deswegen ist es auch gut, dass wir den Flüchtlingsgipfel im letzten Monat hatten. Und ich bin froh, dass wir mit Staatsministerin Rim Alabali Radovan und Bundesinnenministerin Nancy Faeser gut und kompetent aufgestellt sind. Und ich verstehe, warum der Bundeskanzler dieses wichtige Thema in diese fähigen Hände gibt. Und ich verstehe die Irritation der Union, gerade mit Blick auf 2015. Da hatte Frau Merkel eben nicht diese Kompetenz in ihrem Kabinett und hatte keine andere Wahl, als dies zur Chefinsache zu erklären. Und das verdient auch Respekt. Und weil Sie ja heute mit Ihrem Gipfel noch mal etwas anderes suggerieren wollen, sage ich es ja auch noch mal ganz deutlich. Der Bundeskanzler spricht mit der kommunalen Familie genauso wie mit den Ländern, und das regelmäßig. Etwas anderes anzudeuten, hilft in der Sache eben nicht. Ich teile auch Ihre Einschätzung nicht, die Sie im Antrag beschrieben. Ich glaube, der Gipfel hat ein sehr klares Signal gesendet. Er hat gesagt, dass wir die richtigen Fragen stellen, und er hat mit dem digitalen Dashboard ein ganz zentrales Instrument eingeführt, was auch von der kommunalen Familie begrüßt wird. Wir haben vier Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen erstmals auch die kommunale Familie mit am Tisch sitzt. Und auch das ist wichtig und gut. Und ich finde es auch gut, dass wir nicht täglich aus der Presse erfahren, was dort gerade auf Arbeitsebene diskutiert wird. Ich finde das eher ermutigend und ein Zeichen dafür, dass dort an Lösungen gearbeitet wird. Und wenn Sie bei Ihrem Kommunalgipfel auch an Lösungen arbeiten wollen, dann
Erörtern Sie doch mal, Herr Merz, das Thema Altschulen. Wir kommen ja beide aus NRW. Sie haben vielleicht einen etwas besseren oder finden schneller das Gehör des Ministerpräsidenten als ich. Ich glaube, damit können wir Kommunen dauerhaft entlasten und auch in die Lage versetzen, wenn wir das noch verzahnen mit einer generell besseren finanziellen Ausstattung, können wir sie in die Lage versetzen, auch auf genau, einen Vorschlag aus der Bundesregierung, den können Sie aufgreifen. Das wäre hilfreich, wenn Sie uns dabei unterstützen. Super. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier haben wir im Antrag keine neuen Vorschläge. Das wissen Sie auch, Sie haben das gesagt. Ich glaube, Sie haben ein bisschen Ursache und Wirkung verkannt. Ich sehe das eher als großartiges Lob einer Opposition, dass das Regierungshandeln richtig ist und schon mal das vorauseilende Gehorsam, dass Sie dokumentieren wollen, dass Sie dem Vorschlag der Bundesregierung hier zustimmen wollen. Und dass wir auch bei den Zahlen eben sehen, dass wir langfristig Planungssicherheit für die Kommunen schaffen wollen, ist sicherlich richtig. Und Sie haben das ja schon oft selber angesprochen. Die Ampel liefert hier, sie hat es auf den Weg gebracht, gemeinsam mit der Bundesregierung. Das ist richtig und wichtig. Und insofern wird es Sie nicht verwundern, dass ich ebenfalls die Vorschläge für sinnhaft halte, die Sie von der Bundesregierung übernommen haben, und freue mich auf eine konstruktive Beratung im parlamentarischen Verfahren, wenn es soweit ist. Und bitte nehmen Sie den Appell zu dem Thema Altschulen mit. Da könnten Sie in der Tat einen wichtigen Beitrag leisten, wenn Sie mit Ihren Ministerpräsidenten reden. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Caroline Bachmann. Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! In Ihrem Antrag, Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern unterstützen, wagen Sie im Feststellungsteil einmal leise Regierungskritik am Versäumnis, die Kommunen ausreichend zu unterstützen, und am Versäumnis, Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Asylmigration zu ergreifen. Leider biegen Sie dann falsch ab, völlig falsch und am eigentlichen Problem vorbei. So, dass die Ampel ihre migrationsfreundlichen Forderungen für Bauerleichterungen und für Containerdörfer sogar schon aufgenommen hat. Schauen wir mal auf das tatsächliche Problem. Die Gemeinden können die Folgen der Masseneinwanderung nicht länger bewältigen. Sie sind mit ihrer Kraft am Ende, und Brandbriefe und Hilferufe häufen sich. Ein grüner Landrat aus Bayern schreibt an Bundeskanzler Olaf Scholz, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Wir sind am Ende der Leistungsfähigkeit. Es geht nicht mehr. Ein parteiloser Landrat und 28 Kreisbürgermeister aus Baden-Württemberg appellieren: Es kann so nicht weitergehen. Und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages verlässt wütend den letzten Flüchtlingsgipfel und spricht sogar von Heuchelei. In ihrer Not richten die Vertreter der Kommunen mittlerweile Forderungen zur Migrationspolitik an den Bund. Der sozialdemokratische Bürgermeister der Heimatgemeinde von Bundesministerin Faeser fordert, und ich zitiere: Führen Sie Menschen, die sich unrechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten, aktiv zurück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verlangt eine gezielte Rückführungsoffensive. Und der Präsident des Deutschen Landkreistages besteht auf eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, all diese sehr richtigen Forderungen sind total korrekt und werden von uns als AfD schon sehr lange gestellt. Abschieben entlastet die Kommunen. Abschieben schafft Wohnraum. Aber Abschieben und sichere Grenzen gibt es nur mit der AfD. Das sehen wir ja an den CDU-Anträgen. Und um das ganz deutlich zu sagen: Flüchtlinge sind ganz klar ein Armutsrisiko für die Gemeinden und die Kreise. Sie von der CDU mit ihren Scheinlösungen werden die Kommunen nicht entlasten, sondern weiter belasten. Aber zum Glück haben wir ja Bundesministerin Geiwitz, und die hat für jedes Problem eine Lösung. Durch die ungebrochene Masseneinwanderung steigt der Wohnungsbedarf weiter und weiter. Aber hey, kein Problem. Frau Geiwitz hebt einfach das Plansoll von den Wohnungsbauen einfach von 400.000 auf 600.000 Wohnungen an. Dabei wissen wir alle, dass aufgrund der selbstverschuldeten Inflation und der Baustoff- und Energiekrise dieses Jahr nur knapp 200.000 neue Wohnungen erbaut werden. Aber hey,
Auch das ist kein Problem. Frau Geiwitz forciert jetzt die serielle Fertigung, um schneller und billiger zu bauen. Die Deutschen wollen aber nicht alle in ihren Plattenbauten wohnen. Aber hey, das ist auch kein Problem. Frau Geiwitz baut ja sowieso nicht für Deutsche. Sie baut demnächst Massenwohnungen zur Bewältigung ihrer Masseneinwanderung. Und liebe CDU, merken Sie eigentlich, was Sie da machen? Sie verlieren sich in Scheinlösungen. Sie schaffen mit der Verlängerung ihrer Sonderregelung und Containerdörfern weitere Pull-Faktoren und ebnen so den Weg für die Ansiedlung von Flüchtlingen dann eben in Plattenbauten. Sie helfen doch so den Gemeinden nicht. Ganz im Gegenteil. Auf dem Land wird bald dasselbe ablaufen wie in den deutschen Städten. Ghettoisierung, steigende Kriminalität, überforderte Lehrer und Vermüllung. Damit nehmen Sie den Deutschen auch noch das letzte bisschen Heimat im ländlichen Raum. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kollegen, als direkt gewählte Abgeordnete aus dem ländlichen Mittelsachsen und im Namen vieler Bürger, Frau Bachmann, letzter Satz bitte. Setzen Sie sich für eine Kehrtwende in der Migrationspolitik ein, lassen Sie die Gemeinden aufatmen und machen Sie endlich Politik für Deutschland. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Caroline Otte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren und auch liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Landrätinnen und Landräte, liebe Mitarbeiterinnen in den Rat und Kreishäusern. Eines ist klar, wir müssen Ihnen Danke sagen. Sie haben zusammen mit vielen Menschen vor Ort im letzten Jahr einmal mehr gezeigt, wozu unsere Kommunen in der Lage sind, was vor Ort geleistet werden kann. Sie haben im letzten Jahr wieder mehr als 1 Million Menschen, die vor Krieg und Leid geflohen sind, bei Ihnen vor Ort willkommen geheißen, ein Dach über dem Kopf organisiert, ein Ort zum Ankommen geschaffen, ein Bett zum Schlafen. Wir sehen Ihre Arbeit, wir sehen die Herausforderungen und wir wollen an Ihrer Seite stehen. Unsere Städte, Gemeinden und Landkreise sind erfahrene Krisenmanagerinnen. Vor Ort, in den Rathäusern, da haben diejenigen ihre Schreibtische, die am besten Bescheid wissen, was die aktuelle Lage hergibt, was gebraucht wird, was zu tun ist. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die Menschen, die zu uns fliehen. Bund und Länder tragen die Verantwortung, Städte und Gemeinden zu unterstützen bei Unterbringung, Versorgung und Integration. Aus dem Bund fließen gerade 2,75 Milliarden Euro an die Länder. Weniger als letztes Jahr. Das kann man übrigens von den Geldern des Landes Bayern nicht sagen. Liebe Union, ich hoffe, Sie hören gut zu bei Ihrem Flüchtlingsgipfel heute im Paul-Löbe-Haus. Und ich hoffe, dass Sie danach vielleicht auch mal ein ernstes Gespräch mit Ihrem eigenen Ministerpräsidenten in Bayern suchen. Im Januar 2023 hat Bayern 60 Millionen für die Versorgung von Geflüchteten beim Bund abgerufen. In den bayerischen Kommunen ist davon bis heute kein Cent angekommen. Ihre Landesregierung sitzt seit Monaten auf dem Geld des Bundes, ganz schön heuchlerisch, dem Bund Untätigkeit vorzuwerfen und in dieser Art Arbeitsverweigerung zu betreiben. Dabei müssen wir übers Geld reden. Wichtig, dass die kommunalen Spitzenverbände das auf dem Geflüchtetengipfel im Innenministerium eingefordert haben. Städte und Gemeinden dürfen wir nicht weiter allein lassen mit Vorhaltekosten. Vorhaltekosten, die entstehen, wenn man eben nicht erst Schlafplätze organisiert, wenn Geflüchtete vom Rathaus stehen. Und auch mehr Geld für Integration muss Ergebnis der nächsten MPK sein. Die Lage in den Kommunen, die ist ernst und Kapazitäten sind erschöpft. Es fehlt auch an Wohnraum. Dafür brauchen wir pragmatische Lösungen. Schon jetzt haben wir eine Änderung des Baugesetzes beschlossen, letztes Jahr. Wir helfen Kommunen schnell und unbürokratisch. Wir schaffen damit schneller ein Dach über dem Kopf für die Menschen, die bei uns ankommen.
Das Kabinett hat gestern über die Verlängerung der Regelung bis 2027 entschieden. Das ist gut so. Klar ist aber auch, bezahlbarer Wohnraum ist gerade in unseren Großstädten Mangelware. Unser Wohnungsmarkt ist gefangen in einer Dauerschleife. Während wir neuen bezahlbaren Wohnraum bauen, fallen alte Wohnungen aus der Sozialbindung raus und das Spiel beginnt von vorn. Wir brauchen deshalb die neue Wohngemeinnützigkeit, ein dauerhafter Anreiz, damit die Miete bezahlbar bleibt. Liebe Union, aufenthaltsvermindernde Maßnahmen, Begrenzung irregulärer Asylmigration, die Massenmigration kommt von da, aber Abschiebung und Abschottung, hinter Verwaltungsdeutsch zu verstecken, das macht es nicht besser. In der Praxis bedeutet Ihre Politik mehr Leid für Menschen, für Geflüchtete, die in grausame Umstände abgeschoben werden und beim Versuch, ihr Menschenrecht auf Asyl einzulösen, an den europäischen Außengrenzen ertrinken. Kein Mensch weniger flieht vor Krieg und Hunger, weil die EU-Außengrenzen noch hermetischer abgeriegelt werden. Die Flucht wird nur immer riskanter und tödlicher. Mehr Menschen sterben. In diesem Jahr sind bereits 383 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben. Seit 2014 insgesamt 26.141. Abschottung tötet Menschen. Das hat sehr wohl was zu tun mit Ihrem Flüchtlingsgipfel, den Sie gerade im Paul-Löbe-Haus veranstalten wollen. Deutschlandweit sagen 319 Städte, Gemeinden und Landkreise gemeinsam: Stoppt das Sterben im Mittelmeer. Staatliche Seenotrettung jetzt. Schafft sichere Fluchtwege nach Europa. Abschottung ist keine Lösung. 319 sichere Häfen haben wir bereits in Deutschland und es werden immer noch mehr. Städte, Gemeinden und Landkreise, die wollen ein Ort zum Ankommen sein und Teil eines Staates, der das Grundrecht auf Asyl und Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten nicht an der europäischen Außengrenze bei Diktatoren und Autokraten abgibt. Dafür stehen wir gemeinsam ein. Und für die Fraktion Die Linke erteile ich das Wort Karin Ley. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Union möchte heute Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten unterstützen. Das begrüße ich ausdrücklich in der Sache, aber natürlich auch als positive Entwicklung der Unionsfraktion. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass Sie, Herr Merz, ich habe gerade nicht Ihre Aufmerksamkeit, aber es ist ja erst ein halbes Jahr her, dass Sie Menschen, die vor Putins brutalem Krieg aus der Ukraine bei uns Schutz gesucht haben, als Sozialtouristen denunziert und beschimpft haben. Vor diesem Hintergrund werte ich den Antrag der Union als Entschuldigung. Ich freue mich, dass Sie dazulernen. Konkret schlagen Sie die Verlängerung der Fristen im Baugesetzbuch vor, die es den Kommunen leichtern, schneller zu bauen. Also in der Praxis dann häufig Zwischenlösungen und Containersiedlungen am Stadtrand. Das kann man machen, wenn sonst nichts geht. Aber klar ist doch auch, dass diese Notstrukturen die Ausnahme sein müssen. Wir brauchen auch für Geflüchtete dauerhafte Lösungen in eigenen Wohnungen. Wer in Containern im Gewerbegebiet lebt, wie soll da Integration gelingen, die Union hier auch fordert? Und noch immer werden in diesem Land Geflüchtete in Massenunterkünften untergebracht, während nebenan Hunderte, wenn nicht gar Tausende Wohnungen leer stehen. Das ist doch völlig absurd. Das beste oder man könnte sagen schlechteste Beispiel dafür ist Hoyerswerda in meinem Land, in meinem Wahlkreis, wo es der Landrat der Union ist, der verhindert, dass dort AsylbewerberInnen in die leerstehenden Wohnungen untergebracht werden, um die Integration zu erleichtern. Wohnungen statt Lager und Container, das sollte unser Grundsatz sein. Und deswegen brauchen wir erstens eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen. Denn die Städte und Gemeinden sind die eigentlichen Problemlöser in diesem Land. Sie stellen weite Teile der Infrastruktur auch und gerade in der praktischen Solidarität für Geflüchtete. Aber dabei lässt der Bund die Kommunen häufig allein. Der Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher analysiert zu Recht:
Niemals in den vergangenen 70 Jahren war die Diskrepanz zwischen der Verantwortung der Kommunen und ihrer finanziellen Unterstützung größer als heute. Das, meine Damen und Herren, muss sich endlich ändern. Der Bund muss die Kommunen besser unterstützen, auch und gerade bei der Unterbringung von Geflüchteten. Und zweitens, Wohnen ist ein Menschenrecht. Das Beste wäre endlich ein Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Das wäre das Beste für Haushalte mit geringem Durchschnittseinkommen, für Obdachlose und eben auch für Geflüchtete. Aber das predige ich in diesem Pult seit über 8 Jahren. Und passiert ist praktisch nichts. Die Ampel versprach 100.000 neue Sozialwohnungen im Jahr. In der Realität hatten wir im letzten Jahr 27.000 Sozialwohnungen weniger. Das ist doch ein Armutszeugnis. Und drittens, der Bund sollte endlich selber bauen. Seit vielen Jahren versprechen Sie, die Bundesbehörde BIMA neu aufzustellen. Aber auch hier enttäuscht die Realität. Im letzten Jahr sind 76 Wohnungen gebaut worden. Und für jede neu gebaute Wohnung sind 4 privatisiert worden. Das ist doch völlig aus der Zeit gefallen. Und was wir schließlich überhaupt nicht brauchen, das ist der zweite Antrag, der heute von der AfD vorliegt. Schuld sind an der Wohnungskrise, sind wir eigentlich an jedem Problem in diesem Land laut der AfD Migrantinnen und Migranten. Nein, nicht Zuwanderung ist Schuld an der Wohnungskrise, sondern Spekulation mit Immobilien und eine seit Jahrzehnten falsche Politik. Mit internationaler Spekulation mit Mietwohnungen in Deutschland hat die AfD übrigens kein Problem. Mit Menschen, die vor Krieg und Hunger zu uns kommen, schon. Das ist absurd. Was wirklich niemand braucht, ist Ihre rechtsradikale Stimmungsmache. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort Rainer Semmeth. Sehr geehrte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute den Antrag der Unionsfraktion zu der Frage der Flüchtlinge in den Kommunen. Es ist klar, die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir sehen zwar Ihren Antrag generell positiv, aber es geht hier nicht ums Mitmachen, sondern wir sind bereits am Machen. Und Sie wissen das auch, dass wir längst an dieser Problematik dran sind. Bereits im Frühjahr 2022 haben wir auf diese Problematik reagiert und auch die 2015 erlassene umfassende Sonderregelung des § 246 Baugesetzbuch für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften bis Ende 2024 reaktiviert. Wir sind der Überzeugung, dass diese Sonderregelung vorerst bis zum 31.12.2027 angewendet werden soll. Um die Gemeinden zu entlasten, soll die Errichtung der Unterkünfte für einen längeren Zeitraum ohne entsprechende Bauleitplanung möglich sein. Es ist doch offensichtlich, dass wir in Deutschland grundsätzlich vor dem Problem stehen, dass wir die Kommunen mit zu langen Prozessvorgaben und bürokratischen Vorgängen belasten. Eine zu langsame Verwaltung bremst unsere ganze Gesellschaft aus. Das können wir uns im Systemwettbewerb mit Autokraten wie China, aber auch im Wettbewerb mit unseren europäischen Partnern nicht mehr leisten. Um unseren Wohlstand zu halten, brauchen wir schnelle Verfahren und grundsätzlich mehr Tempo. Dass wir schneller planen und umsetzen können, haben wir ja bereits bewiesen. Also sprich, mehr Tempo à la LNG-Terminals und weniger à la Flughafen Berlin-Brandenburg. Deswegen kann ich es nicht verstehen und möchte hier nochmal betonen, wir als FDP haben schon angeregt, die Ausweitung der im Antrag geforderten Maßnahmen der § 246 für die Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweiten. Der Wohnungsmangel, insbesondere in Ballungsgebieten, fordert von uns als Gesetzgeber mehr Flexibilität. Wir müssen mehr, schneller und besser bauen, damit wir den Wohnungsmarkt entlasten und den Menschen endlich ein würdevolles Zuhause anbieten können.
Das Bauministerium hat auch schon signalisiert, sich diesem Thema der großen Baugesetznovelle anzunehmen. Das begrüßen wir grundsätzlich, obwohl wir hier Zeitdruck und großen Bedarf sehen und hoffen, dass sich dieses noch schneller realisieren lässt. Bei der Unterbringung von Flüchtlingen oder der Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts, das ist schon mehrfach angesprochen worden, wir müssen bauen, bauen und nochmals bauen, denn wir haben zu wenig und wir bauen zu langsam. Hierfür gibt es auch gute Konzepte und einige Lösungen. Ich sehe hier besondere Potenziale im Bereich des seriellen Bauens. Ob beim Holzbau, wie jetzt in der Holzbaustrategie besprochen, oder beim konventionellen Bauen mit recyceltem Beton. Ein einmal genehmigtes und geprüftes, standardisiertes Gebäude sollte nicht in jeder einzelnen unteren Baubehörde unnötig bürokratisch bearbeitet werden müssen. Hier ist noch viel Luft nach oben. In der letzten Woche habe ich mich mit Bauunternehmern aus Niedersachsen getroffen, die einen sogenannten Betonwandtoaster entwickelt haben. Damit wird Beton vor Ort auf der Baustelle recycelt und es können gleich neue Wandelemente gefertigt werden. Das ist ein hervorragendes Beispiel deutscher Ingenieurskunst und kann ein Gamechanger auch im Bereich der Baubeschleunigung sein. Als Ingenieur für Holztechnik weiß ich zudem, dass wir mit Holzbaufertigelementen auch mehrgeschossige Wohnbauten erstellen können, die in wenigen Tagen oder Wochen erstellt werden können. Ich kann feststellen, die Technik und die Baubranche sind schon viel weiter als die Verwaltung und auch weiter als wir hier in der Politik. Lassen wir schnellere Bauprüfungen zu, beschleunigen wir Planungs- und Genehmigungsverfahren und entlasten wir Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Liebe Union, das ist endlich mal ein guter Vorschlag. Tun Sie aber bitte nicht so, als würden wir nichts für die Kommunen tun. Wir unterstützen die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung mit vielen Milliarden. Auch die im Koalitionsausschuss besprochenen Maßnahmen kommen den Menschen im ländlichen Raum zugute. Beispielsweise 45 Milliarden Euro für den Schienenausbau bis 2027 und mehr Straßenbau. Wir werden dem Antrag heute dennoch nicht zustimmen können, da wir einen eigenen Zeitplan und weitere Vorschläge haben. Und für die Unionsfraktion hat das Wort die Kollegin Silvia Preher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag heute müsste unter der Überschrift stehen, etwas möglich machen wollen. Ich jedenfalls bin in meinem Wahlkreis direkt gewählt seit 2017, um etwas möglich zu machen. So wie mit diesem Antrag heute. Es denen Kommunen einfacher zu machen, auch in der sozialen Infrastruktur Genehmigungsverfahren schneller, unbürokratischer durchziehen zu können, damit sie auf die aktuellen Herausforderungen, aber auch auf die Herausforderungen, die wir ihnen hier in Berlin vor die Füße stellen, besser reagieren zu können. Und was höre ich bislang von Ihnen? Kein Wort zur sozialen Infrastruktur. Und ansonsten, wir richten eine Arbeitsgruppe ein. Das ist also Ihre Vorstellung von Beschleunigung. Aus familienpolitischer Sicht, und ich kann ja verstehen, dass das nicht immer jeder auf dem Zettel hat, möchte ich aber doch mal auf zwei Themen hinweisen. Nach Schätzungen der Bertelsmann-Studie fehlen schon in diesem Jahr 384.000 Kita-Plätze. Und was macht die Bundesregierung? Nichts. Richtig. Die Frist für die Kommunen zum Mittelabruf, die aufgrund der langen Genehmigungsverfahren nicht fertig werden konnten, die haben sie nicht und nicht ausreichend verlängert. Und im Koalitionsvertrag haben sie ein neues Investitionsprogramm angekündigt. Wir haben nachgefragt. Es gibt nichts, keine Unterstützung der Kommunen für den Bau. Und insofern, wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich sagen, wenn sie keine neuen Investitionen fördern, brauchen sie auch keine Genehmigungsverfahren einfacher machen.
Und die Kommunen, die haben aber eine weitere Herausforderung, nämlich den Ausbau der Schulen aus der aktuellen Sicht, aber auch, weil wir den Ausbau Ganztag stemmen müssen. Aber auch da haben Sie den Kommunen die ersten dicken Brocken in den Weg geschmissen. Denn diejenigen, die früh angefangen sind und wegen der langen Genehmigungsverfahren, auch so kam es in der Anhörung durch, das nicht fristgerecht verwenden konnten, die Mittel, diese Kommunen, denen droht jetzt ein Rückforderungsbescheid, denn sie haben die Fristen nicht verlängert. Aber sie könnten helfen mit unserem Antrag, mit schnelleren Genehmigungsverfahren, aber sie wollen es scheinbar nicht. Und auch das ist wieder sehr passend, denn die Verwaltungsvereinbarungen zur Finanzierung des Ganztags, die sind den Ländern jetzt zugegangen. Mit der Folge, ich spreche für Niedersachsen, in 23 werden die Kommunen keine Mittel zum Ausbau des Ganztags bekommen. 0 €. Und auch da, es macht ja nichts, weil die Zeit können Sie jetzt sinnvoll nutzen, um die langen Genehmigungsverfahren offensichtlich, die Sie nicht vereinfachen wollen, durchzuziehen. Schade nur, dass Sie damit nicht nur den Kommunen nicht helfen, sondern vor allen Dingen den Kindern und Familien in diesem Land im Stich lassen und sie alleine lassen. Denn offensichtlich ist nicht jeder hier im Haus, um etwas möglich zu machen. Und falls doch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ich empfehle Ihnen dringend unseren Antrag. Danke. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Franziska Maschek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe CDU, Ihr Antrag beginnt zumindest richtig. Es stimmt, dass im letzten Jahr 1,3 Millionen Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind. Davon sind 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine. Richtig ist auch, dass die Solidarität überall groß ist. So ist es auch bei mir im Landkreis. Richtig ist auch, dass der Bedarf an Kita- und Schulplätzen und Wohnraum in Ballungsräumen steigt. Aber, liebe CDU/CSU, das war auch vor 2022 schon eine Herausforderung. Und dann schreiben Sie, dass der Bund nicht genug beim Thema Flucht und Migration unterstützt. Und das ist wiederum nicht ganz richtig. 2022/23 hat der Bund die Länder dafür mit mehr als 7 Milliarden € unterstützt. Wie das Geld aber verwendet wird, entscheiden die Länder. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass das bei den Kommunen auch wirklich ankommt. Denn der Bund, der darf den Kommunen gar nicht das Geld direkt überweisen. Ich sage aber davon unabhängig auch, dass der Bund mehr Geld für Schaffung von Wohnraum, also Sanierung, Neubau und Erwerb für Familien in die Hand nehmen muss. Zurück zum Thema. Geflüchtete aus der Ukraine. Für Geflüchtete aus der Ukraine übernimmt der Bund die Grundsicherung bereits seit Juni 2022. Das entlastet die Kommunen, und die müssen dann für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten sorgen. Und dabei, das ist richtig, brauchen sie Unterstützung. Fakt ist aber auch, die Länder erzielten 2022 einen Überschuss von mehr als 12 Milliarden €. Und der Bund kämpft mit einem Defizit von rund 120 Milliarden €. Nur als kleines Beispiel. Sie wissen, ich komme aus Sachsen. Sachsen hat einen Haushaltsüberschuss von 1,5 Milliarden Euro. Vorgestern stand in der Presse, dass die Kommunen in Sachsen mit 272 Millionen Euro im Defizit stehen. Der Freistaat will aber das Geld in die Rückstellung führen für künftige Notlagen. Ja, aber was ist es denn dann, wenn das jetzt keine Notlage ist? Ich denke, das Geld sollte eingestellt werden, und Sie sagen es richtig, für Kitas und Schulen, um diese zu bauen, um Wohnraum zu schaffen, bestehenden Wohnraum bewohnbar zu machen und ganz besonders engagierte Menschen vor Ort in Vereinen und Initiativen zu unterstützen bei der Integrationsleistung. Und nochmal, ja, dabei kann der Bund mehr tun. Wer regiert denn in Sachsen? Die CDU, glaube ich, das war es wohl. Integration geschieht häufig durch ehrenamtliche Arbeit. Wir dürfen nicht nur auf die Institution setzen, sondern müssen die Zivilgesellschaft dabei unterstützen. Ja, mehrheitlich die CDU, so ist es wohl. Die jetzige Belastung ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ukrainerinnen müssen jedoch kein Asyl beantragen. Das entlastet die Ausländerbehörden vor Ort, und es wird sofort damit begonnen, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist ein Kraftakt, richtig. Aber, um den Sächsischen Handwerkstag zu zitieren, Fachkräfte werden nicht geboren, Fachkräfte werden ausgebildet. Und Ausbildung braucht Zeit. Das Erlernen einer Sprache, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber das Erlernen einer Sprache dauert eben etwas und mindestens ein Jahr.
Stichwort Fachkräfte. Bis zum Jahr 2026 brauchen wir rund 240.000 Fachkräfte. Dieser Bedarf hat sich jedoch seit der letzten Prognose des BMAS von knapp 500.000 fast halbiert. Grund dafür ist die erhöhte Zuwanderung nach Deutschland. Und übrigens, für die Begrenzung der illegalen Migration wiederum hat unsere Innenministerin Nancy Faeser im Februar einen Geflüchtetengipfel einberufen. Das Thema Zuwanderung, liebe Union, gehört übrigens zu den originären Aufgaben einer Innenministerin und fällt nicht in die primäre Zuständigkeit eines Bundeskanzlers. Im Zuge des Gipfels wurden die Grenzkontrollen zu Österreich verlängert, Schleierfahndungen an der tschechischen Grenze eingeführt, Kontrollen in der Schweiz verstärkt, ein Abkommen mit Serbien über die Änderung der Visapraxis abgeschlossen. Die EU investiert verstärkt in den Schutz der Außengrenzen und vor allem auch in Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort. Und der Bund leistet den Kommunen außerdem Amtshilfe mit dem THW, der Bundeswehr und der Bundespolizei vor Ort. Fakt ist, in den letzten Monaten sind die von der Bundespolizei festgestellten unerlaubten Einreisen stetig gesunken. Und wir werden weiter daran arbeiten, besser zu steuern und zu ordnen und natürlich Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Zum Schluss meiner Rede komme ich nun ganz kurz noch auf Ihre Forderungen nach baurechtlichen Vereinfachungen zurück. Das mache ich ganz am Ende, weil die Forderungen schnell abgeräumt sind. Die Maßnahmen im Antrag, zum Beispiel die Umnutzung von Gebäuden zur Unterbringung Geflüchteter, die Anpassung der Verlängerungsoption, die Befreiung von Bebauungsplänen, kommen Sie bitte zum Schluss. Punkte. Da unsere Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker aber schon dran arbeiten, sind Sie wieder mal etwas zu spät, liebe Union. Und ich freue mich auf die Zustimmung und Ihre Zustimmung zu unseren Gesetzen. Vielen Dank. Und der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Beckamp. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Diese Regierung und diese CDU sind sich, wie es die Zeitung Junge Freiheit kürzlich schrieb, in einem Punkt einig. Den Preis für die andauernde Masseneinwanderung haben die einheimischen Bürger zu bezahlen, in finanzieller, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Und dies nicht zuletzt mit dem Verlust von Lebensqualität, Sicherheit sowie in einer erschreckend hohen Zahl von Fällen mit dem Verlust des eigenen Lebens. Jedes Jahr werden Asylanwanderer von der Zahl einer Großstadt wie Leipzig, Düsseldorf oder Bremen zusätzlich versorgt und vor allem auch untergebracht. Die über 1 Million Ukrainer noch gar nicht eingerechnet. Der vorhandene Wohnraum reicht einfach nicht aus. Aber trotz aller finanziellen Verschleierung durch Sie und die mediale Schützenhilfe kann eine Migrationspolitik, die auf der organisierten Leugnung von Fakten und Zahlen beruht, auf Dauer nicht aufgehen. Die Folgen sind überall zu sehen. Die Angebotsmieten in Berlin steigen um 27%. Überall fehlen Sozialwohnungen. In Thüringen werden 2.500 Wohnungen exklusiv für ihre Asylforderer saniert. Herzlichen Glückwunsch. Ein Experte aus dem Wohnungsbereich sagte jüngst im Fokus, Zitat, wir haben in den großen 7 Städten in Deutschland einen Leerstand von weniger als 0,2%. Es gibt da keinen verfügbaren Wohnraum. Wir haben Zuzug. Wir werden im Jahr 2024/25 die dramatische Situation erleben, dass über 1 Million Menschen keinen Wohnraum finden werden. Zitat Ende. Und im Antrag der CDU geht es einzig und allein darum, Zitat aus ihrem Antrag, schneller und unbürokratisch Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte zu schaffen. Zitat Ende. Der Antrag der CDU ist so, als wenn man bei einem Wasserrohrbruch einfach einen weiteren Eimer dazustellt, statt den Haupthahn abzudrehen. Und diese Migrantenflut, um im Bild zu bleiben, wird immer weitergehen. Und genau deswegen heißt es auch nicht mehr, wir haben Platz, sondern, wie es gerade auch die CDU/CSU hier mit Blick auf alte Leute und sozial Schwächere ausgerufen hat, macht Platz. Die Einheimischen werden durch eine migrantensüchtige Politik rücksichtslos aussortiert. So wie in Lörrach, als Mieter aus ihren Häusern verdrängt wurden, um Migranten Platz zu machen. Oder in Berlin-Wedding, wo pflegebedürftige alte Menschen ihres würdigen Lebensabends beraubt wurden. Die Asylgewinnler der Diakonie leben lieber Asylanwanderer auf,
weil sich damit mehr Steuergeld abkassieren lässt. Und dabei ist es nur eine mathematische Frage, wie viele Wirtschaftsmigranten, die gar keinen Schutz brauchen, auch nicht suchen, in unseren Wohnungsmarkt und Sozialsystem einwandern, bis alles kollabiert. Danke. Danke aber an alle Menschen in Wuppertal, in Mecklenburg, in Bernkastel-Kues, an der Mosel, in Prenzlau, in Brandenburg, in Böhlen, in Sachsen, an die Menschen, Herr Beckham, letzter die Satz, das bitte. Haben, was Ihnen hier allen fehlt. Letzter Satz. Liebe zur Heimat, ein Herz für alle Deutschen und alle Einheimischen. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Phyllis Polat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute über die Unterbringung von Geflüchteten reden. Denn dies gibt uns Gelegenheit zu betonen, unser Kompass ist auf Menschen ausgerichtet, nicht auf Zahlen. Das ist der Unterschied zwischen der einen Seite in diesem Haus und der anderen. Sie reden im Abschottungsmodus von Zahlen, Obergrenzen, Migrationsströmen, Belastung. Wir reden von Menschen, meine Damen und Herren. Sie auf der rechten Seite dieses Hauses rufen unablässig nach Abschiebung. Wer glaubt, mit Abschiebung Kapazitäten zu schaffen, der macht Politik, die Fakten bewusst ausblendet. Wer sagt, wir hätten ein Abschiebungsdefizit, verkennt, wer die Menschen sind, die in unseren Kommunen unter der Ausreisepflicht leben müssen. Wir haben da gestern drüber diskutiert, Afghanen, Jesidinnen aus dem Irak oder auch aus dem Iran. Ich rate Ihnen nicht zu zündeln. Beherzigen Sie lieber den heutigen Appell von Pro Asyl. Die berechtigten Forderungen der Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten darf nicht für eine auf Abschottung ausgerichtete Flüchtlingspolitik instrumentalisiert werden. Mehr als 1 Million Schutzsuchende aus der Ukraine haben wir im vergangenen Jahr bei uns aufgenommen und versorgt, zusätzlich zu Geflüchteten aus anderen Ländern, wo Krieg, Terror und Gewalt herrschen. Dies ist unbestritten eine Riesenherausforderung, die auch und gerade bewältigt werden konnte, weil die Kommunen mit Unterstützung unzähliger Ehrenamtlicher, Hauptamtlicher großartige Arbeit geleistet haben und immer noch leisten. Das sowie die Aufnahme und Hilfsbereitschaft tausender Familien und Einzelpersonen kann man gar nicht oft genug würdigen, meine Damen und Herren. Putins Angriffskrieg und die durch ihn ausgelöste millionenfache Vertreibung haben uns gezeigt, Staaten und die EU können schnell und unbürokratisch Schutz gewähren, wenn der Wille da ist, gemeinsam zu handeln. Diese Konsequenz für das uneingeschränkte Eintreten des Flüchtlingsrechts muss allerdings für alle Geflüchteten gleichermaßen gelten, innerhalb der Europäischen Union und auch in Deutschland. Es darf keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse geben. Ich hoffe, darin sind wir uns einig. Wir wollen über Verantwortung sprechen. Und das ist doch die Haltung, die unsere Gesellschaft auszeichnet, meine Damen und Herren. Die Kommunen sind die zentralen Akteure vor Ort. Und sie sind es, die wir bei ihrer unverzichtbaren Arbeit weiterhin tatkräftig unterstützen und unterstützen werden. Wenn also Anfang Mai die Ministerpräsidentinnenkonferenz ansteht, erwarten wir ein erneutes Signal des Bundeskanzlers zur angemessenen finanziellen Unterstützung der Kommunen. Es braucht eine faire Lastenteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern, meine Damen und Herren. Und daneben setzen wir auf die Aussage im Koalitionsvertrag zur Verstetigung einer Bundesbeteiligung an den Aufwendungen von Ländern und Kommunen. Kommunen müssen finanziell entlastet werden und brauchen Planungssicherheit. Es gilt dafür zu sorgen, dass die Kommunen nicht nur das heute bewältigen, sondern sich auch frühzeitig auf das Morgen einstellen können. Meine Damen und Herren, die immensen Herausforderungen zu meistern, um diese zu meistern, brauchen die Kommunen aber nicht nur mehr Geld. Nötig sind auch mehr Flexibilität sowie weniger Bürokratie. Die Vorschläge dafür liegen doch auf dem Tisch. Die Arbeitsgruppen haben gearbeitet nach dem Flüchtlingsgipfel. Es braucht
mehr Flexibilität. Die Verpflichtung für Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen muss fallen. Denn was für ukrainische Geflüchtete gilt und hilft, muss allen anderen auch ermöglicht werden, meine Damen und Herren. Die Möglichkeit, schlichtweg bei Verwandten in Deutschland wohnen zu dürfen, muss doch für alle gleichermaßen gelten, meine Damen und Herren. Es liegt doch auf der Hand, wer bei Familienangehörigen oder Freunden unterkommen kann, wird mit Trauer, Traumata oder Trennung leichter fertig werden als in einer zentralen Unterkunft. Und dies gilt insbesondere für Kinder. Wer einen Krankenversicherungsschutz erhält, wie es die UkrainerInnen bekommen haben, kann auch eine psychologische Versorgung in Anspruch nehmen. Wer Integrationskurse, die Schule, die Kita von Anfang an besuchen kann, wird auch unsere Sprache schneller erlernen. Wer keinem Arbeitsverbot unterliegt, kann sein Leben selbstbestimmt gestalten und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und das wollen alle Geflüchteten hier in Deutschland, die hier Schutz erhalten. Kommen Sie bitte zum Schluss. Das, meine Damen und Herren, hilft den Menschen, und das entlastet auch unsere Kommunen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Jorisch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Viele Kommunen sind am Rande ihrer Belastungsgrenze. Das sehen wir als Ampelkoalition, und wir handeln auch. Es ist richtig, wir benötigen Planungsbeschleunigung und Verfahrenserleichterung auf allen Ebenen. Der Koalitionsausschuss hat sich deswegen auch auf das Deutschlandtempo bei der Planung verständigt. Planen, bauen, alles muss schneller werden. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, es kann nicht nur um baurechtliche Vereinfachungen gehen, um eine voraussichtlich weiter wachsende Zahl an Geflüchteten unterzubringen. In der Koalition stellen wir uns auch der Frage, wie wir den Zustrom von Menschen reduzieren können, die nicht bei uns bleiben können. Unser Migrationsbeauftragter Joachim Stamp wird umfassende Migrationsabkommen mit wichtigen Hauptankunftsländern abschließen. Die entscheidende Ebene, um zu Veränderungen bei den Ankünften zu kommen, ist aber die Europäische Union. Hier ist in den letzten Tagen ein wichtiger Fortschritt gelungen, und ich hoffe, dass das auch alle mitbekommen haben. Am 28. März hat der Innen- und Justizausschuss des Europäischen Parlaments getagt, und der Ausschuss hat essentielle Vorhaben beschlossen mit bindender Wirkung für das Europäische Parlament. Es wurde einer Reform des Dublin-Systems zugestimmt, wie auch der Screening-Verordnung und der Asylverfahrensrichtlinie. Menschen, die an der EU-Außengrenze ankommen, wissen damit schneller, ob sie ein Bleiberecht in der EU haben oder ob sie die Union wieder verlassen müssen. Unkoordinierte Sekundärmigration wird durch die Reform des Dublin-Systems auch verringert werden. Auch wenn im Ausschuss erst 4 von 11 Vorhaben des von der Kommission vorgeschlagenen Asyl- und Migrationspaktes beschlossen wurden, haben wir hier endlich essentielle Grundlagen, um den gordischen Knoten in der gemeinsamen europäischen Asylsystems lösen zu können. Nun muss der Rat reagieren. Wir müssen noch vor 2024 zu einer europäischen Lösung in Fragen der europäischen Asylpolitik kommen. In die Reformierung des europäischen Migrationssystems muss alle Kraftanstrengung hineingesteckt werden. Auf nationaler Ebene hat diese Fortschrittskoalition auch einen weiteren Erfolg in dieser Woche errungen, nämlich das Kabinett hat in dieser Woche den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Arbeitseinwanderungsgesetzes beschlossen. Es werden mehr gezielte reguläre Einwanderungswege geschaffen, und das ist gut so. Ein Blick ins Baugesetzbuch ist gut, eine vielschichtige Reaktion auf eine komplexe Situation ist besser. Vielen herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort die Kollegin Petra Nikolaisen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Antrag beziehen wir uns auf die Neuerungen im Paragraphen 246 des Baugesetzbuches Sonderregelung für Flüchtlingsunterkünfte, obdachlose Kitas, Schulen 2014-15 eingeführt, 2019 verlängert. Das ist gut und richtig so. Dieser Paragraph schafft nämlich rechtliche Erleichterungen, damit Wohnungen und Unterkünfte unter anderem
für Geflüchtete einfacher, zum Beispiel in Gewerbegebieten, gebaut werden können. Vorhandene Strukturen waren einfach zu unflexibel, um schnell mehr Raum für angemessene Unterkünfte zu schaffen. Klar ist, wir stehen vor einer neuen Migrationskrise, die den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt trifft. Und unsere Forderung ist an der Stelle eine Verlängerung der Regelung bis 2027. Das würde den Kommunen zumindest erheblich mehr Planungssicherheit für Behelfsmaßnahmen geben. Und lieber Kollege Nickholz, das Kabinett mag ja gestern darüber diskutiert haben, wahrscheinlich beschlossen aufgrund unseres Antrages. Aber dann nehmen Sie doch bitte alle Dinge auf, die wir in unserem Antrag haben. Die Obdachlosen, die Kitas und die Schulen, die fehlen bei Ihnen. Die Situation ist jedoch immer noch dieselbe, und auch diese Lösung der Notfallregelung kann keine bleibende Lösung sein. Es ist die Aufgabe des Bundeskanzlers, hier eine dauerhafte Perspektive einzurichten. Und im Übrigen wollte ich noch mal daran erinnern, war es Olaf Scholz, der 2014 als erster Bürgermeister von Hamburg eben diese Änderung des Paragraphen 246 Baugesetzbuch forderte. Er war sogar der Initiator des Gesetzgebungsantrages im Bundesrat. Er müsste es eigentlich besser wissen. Von einem vergleichbaren Engagement in seiner neuen Rolle als Bundeskanzler ist in der aktuellen Krise hier einfach wenig zu sehen und nichts zu merken. Und jetzt duckt sich dann der Bundeskanzler Scholz hinter seiner Innenministerin, die leider der Debatte nicht beiwohnt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vorhin war sie noch da, vielleicht jetzt in Hessen. Das zeugt nicht von Führung. Sein Wahlversprechen, Führung zu liefern, wenn Führung bestellt wird, gilt hier offenbar nicht. Während die Kommunen alle Mühe und Hände voll zu tun haben, ihre Arbeit gewissenhaft zu erledigen, steht die Bundesregierung meist mit leeren Händen und noch häufiger mit ganz vielen leeren Versprechungen tatenlos daneben. Die beiden Flüchtlingsgipfelchen im Innenministerium haben den Kommunen im Grunde überhaupt nicht geholfen. Wertvolle Zeit ist einfach verstrichen, das Vertrauen ging verloren, und denn die Kommunen fühlen sich wieder nicht wahrgenommen, weder gehört, gar nichts. Also die Kommunen sind im Stich gelassen worden. Und dass Sie, Frau Ministerin Faeser, oder die ja nun leider nicht anwesend ist, den Aufbau von Strukturen auf Arbeitsebene als großen Gesprächserfolg feiern, das mutet doch irgendwie schlichtweg als Scherz an. Der Bund erklärt sich regelmäßig nicht als zuständig. Und das ist nicht nur mein Eindruck, das ist auch der Eindruck kommunaler Bürgermeister vor Ort. Und die kommen nicht nur aus der CDU, die kommen auch von der SPD und von den Grünen. Und während unter unionsgeführter Bundesregierung sich der Krisengipfel im Kanzleramt bewährt hat, verweigert die Ampelregierung den kommunalen Spitzenverbänden einen umfassenden Austausch mit allen beteiligten Ressorts im Kanzleramt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist bezeichnend, dass die ursprünglich für Ostern 2023 angekündigten Bund-Länder-Beratungen auch über Finanzierungsfragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik jetzt auf Mai verschoben worden sind. Dabei ist die Kanzlerankündigung eines Flüchtlingsgipfels am 10. Mai 2023 eine reine Mogelpackung, denn die Kommunen sind nicht dabei. Das wird eine Sonder-MPK, und es ist nicht weniger und es ist nicht mehr. Und wenn es dann auf Bundesebene bedauerlicherweise mit der Zusammenarbeit mit den Ländern und den Kommunen nicht klappt, verweise ich auf eine erneute Vereinbarung der kommunalen Landesverbände und der Landesregierung zur Aufnahme von Schutzsuchenden in Schleswig-Holstein vom gestrigen Tage. Diese beinhaltet unter anderem 9 Millionen Förderung zur Herrichtung von geeigneten Wohnraum für Vertriebene, 9 Millionen für die Herrichtung in den Kommunen im Vorgriff auf das Jahr 2023 oder die Fortsetzung der Aufnahmepauschale von 500 Euro pro Person aus der Ukraine. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass wenigstens im Land Schleswig-Holstein die gemeinsame Strategie mit den Kommunen fortgeführt wird. Denn die Hauptlast liegt weiterhin in den Kommunen. Ihnen gebührt Dank, Anerkennung und Respekt für die herausragenden Leistungen in den zurückliegenden Monaten. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Timo Schiss.
Schisanowski. Entschuldigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, als Bundesrepublik Deutschland haben wir im vergangenen Jahr, wir haben es bereits gehört, insgesamt 1,3 Millionen Menschen aus anderen Ländern bei uns aufgenommen, mehr als 1 Million davon Schutzsuchende hier aus der Ukraine vor Putins furchtbaren und verbrecherischen Angriffskrieg geflohen sind. Für unser Land bedeutet das einen gewaltigen nationalen Kraftakt, der getragen wird von großer Solidarität auf allen staatlichen Ebenen. Von uns als Bund, von den Ländern, doch ganz besonders von den vielen, vielen Städten und Gemeinden und dem wirklich großartigen Einsatz und Engagement der Menschen vor Ort. Dafür lassen Sie uns hier und heute seitens des Deutschen Bundestages gemeinsam unseren großen Dank und Respekt aussprechen. Respekt und Dank an all die Städte und Gemeinden, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ganz besonders an alle ehrenamtlich Engagierten vor Ort. Doch bei allem Stolz auf das gemeinsam Geleistete lassen Sie mich auch ganz offen aussprechen. Ja, die Kommunen und staatlichen Institutionen, sie kommen an die Grenze dessen, was sie leisten können. Auch das erleben wir vor Ort in unseren Wahlkreisen. Und deshalb, genau deshalb, braucht es pragmatische Lösungen. Der vorliegende Antrag zielt ab auf, ich zitiere, die bauliche Stärkung der sozialen Infrastruktur durch praxistaugliche Vereinfachungsfristen im Baugesetzbuch. Doch diese Thematik ist keinesfalls neu und steht nicht das erste Mal hier auf unserer politischen Agenda. Schon knapp vor über einem Jahr, also sofort nach Putins Angriffsbeginn, haben wir hier im Deutschen Bundestag eine zielgerichtete Sonderregelung im Baugesetzbuch für die Flüchtlingsunterkünfte beschlossen bzw. wieder eingeführt. Dies war richtig und wichtig. Und im Kern ging es darum, dass wir die zuständigen Behörden ja in die Lage versetzt haben, den schnellen Bau von Unterkünften zu ermöglichen. Kurzum, wir haben als Bund in dieser Frage von Anfang an schnell und zielgerichtet gehandelt, und dabei bleiben wir. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir von einem nationalen Kraftakt sprechen, dann heißt das, alle staatlichen Ebenen sind gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Und ich füge hinzu, auch auf europäischer Ebene brauchen wir in dieser Frage feste Vereinbarungen für eine faire Verteilung. Das wäre ein Durchbruch, eine echte Entlastung. Doch bei allen Fingerzeigen auf den Bund, die ja nachvollziehbar sind, der Präsident des Deutschen Städtetags, der Münsteraner CDU-Oberbürgermeister, er hat recht damit, wenn er wie letzte Woche geschehen sagt, dass auch die Länder ihre Aufnahmekapazitäten deutlich ausbauen und dauerhaft vorhalten müssen. Genauso haben auch die Stimmen aus der kommunalen Familie recht, wenn sie sagen, dass wir hierfür mehr denn je starke und handlungsfähige Kommunen vor Ort brauchen. Sie sind es, die mit der Integration der Geflüchteten den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land sicherstellen. Und in diesem Zusammenhang füge ich für die SPD-Fraktion ausdrücklich hinzu, dafür sind solide Kommunalfinanzen das A und O, und deshalb brauchen wir jetzt endlich auch eine Altschuldenlösung für hochverschuldete Kommunen. Dass die Bundesregierung sich dabei zu ihrer Mitverantwortung bekennt, eine Lösung der Altschuldenproblematik herbeizuführen, das begrüßen wir als SPD-Fraktion mit Nachdruck. Jetzt sind die betroffenen Länder aufgefordert, endlich auch ihren eigenen Länderbeitrag für eine gemeinsame Altschuldenlösung zu präsentieren. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss meiner Rede stelle ich nochmals fest, die Unterbringung und Integration von Schutzsuchenden bedeuten einen gewaltigen nationalen Kraftakt. Und umso mehr
blicken wir hierfür nach vorn auf das bevorstehende Bund-Länder-Treffen. Und alle Akteure sind dort gefordert, gemeinsam eine konstruktive und bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Und genau das ist es auch, was die Menschen in unserem Land von uns als Politik erwarten. Kommen Sie bitte zum Schluss. In diesem Dank, herzlichen Dank und Glück auf. Und der nächste Redner ist Matthias Helfferich. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In Deutschland herrscht Wohnungsnot. Eigenheimbesitzer fürchten massive Grundsteuererhöhungen. Brüssel fordert Zwangssanierung und die CDU-CSU möchte das Baurecht für Flüchtlingsunterkünfte erleichtern. Doch was gerade in unserem Land passiert, das ist doch keine Frage des Baurechts. Es ist eine Frage von Schicksal, von Identität und Demografie. Es geht um die architektonisch-physische Raumnahme durch Fremde. Der Unterschied zwischen den Grünen und der Union ist jedoch, dass die Union die Massenmigration geordnet verwalten möchte. Das Ziel beider bleibt jedoch das gleiche. Es geht um die Verdrängung und Auflösung. Auf das Flüchtlingsheim folgt der arabische Straßenname, wie jüngst in Düsseldorf. Aber auf ihre Transformation Deutschlands in ein Siedlungsgebiet fremder Völker folgt auch Widerstand. Denn die Antwort auf die Massenmigration und die Verdrängung der Deutschen ist nicht eine Vereinfachung von Baugenehmigungsverfahren. Die Antwort lautet Remigration, außereuropäische Asylzentren, Grenzschutz und friedlich kreativer Protest gegen die anhaltende Massenmigration. Die Antwort lautet auch Karl Martell. Und so ist es folgerichtig, dass junge Patrioten von der Revolte Rheinland das arabische Straßenschild in Düsseldorf überklebten und die Straße nach eben jenem Verteidiger des Abendlandes benannten. 60% der Deutschen lehnen die Massenmigration ab. Das wäre eine satte Kanzlermehrheit. Liebe Union, kümmern Sie sich lieber darum, den Niedergang unseres Landes zu stoppen, anstatt ihn baurechtlich zu begleiten. Und Herr Semmet von der FDP, eine Anmerkung sei mir erlaubt. Die Parole lautet nicht bauen, 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 sondern abschieben, abschieben, abschieben. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist für die Unionsfraktion Michael Kiesling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, den letzten Beitrag kann man, glaube ich, mal ad acta legen, weil er einfach den Punkt nicht trifft, mit dem wir heute uns beschäftigen und dem Thema auch nicht gerecht wird. Wir haben komplexe Herausforderungen. Da möchte ich auch mal bei den Kommunen herzlich bedanken für die Leistung, für die Solidarität, die sie in der letzten Zeit entgegengebracht haben. Ohne sie würden wir heute noch ganz anders dastehen. Herzlichen Dank hierfür. Frau Maschek, Sie verkennen die Realität. Sie sagen, wir sind zu spät. Sie arbeiten daran. Haben Sie den Antrag gelesen? Wir sind fertig. Wir liefern konkrete Ergebnisse, die Sie machen können. Das ist der Unterschied. Sie sind zu langsam, wenn das Ihre Deutschlandgeschwindigkeit ist. Und wir hatten am Wochenende ein Beispiel, wie schnell das sein können, Deutschlandgeschwindigkeit. 30 Stunden, 16 Seiten, 2 Stunden pro Seite. Wenn das die neue Geschwindigkeit ist, meine Damen und Herren, dann, denke ich, haben wir in Zukunft noch größere Probleme. Aber zurück, ich möchte auf die Kommunen eingehen. Sie haben im Koalitionsvertrag durchaus einen sinnvollen Satz geschrieben. Ich möchte zitieren: Unser Ziel sind leistungsfähige Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine verlässliche öffentliche Daseinsversorgung, eine starke Wirtschaft. Aber wie krachend das Wunsch und Wirklichkeit bei Ihnen auseinanderfallen, ist schon beeindruckend. Wenn Sie bestellen, dann haben Sie auch zu bezahlen. Wir brauchen neben dem, was wir heute beschließen oder was wir eingebracht haben, wir brauchen auch Verantwortliche, wir brauchen auch entsprechende finanzielle Unterstützung vor Ort. Wir sehen, dass Sie im Bund 2023 275 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 1,5 Milliarden Euro dafür für die Ukraine. Wenn man ab den pauschalen Abzug macht für minderjährige Flüchtlinge, bleibt ungefähr noch 1 Milliarde Euro übrig. Wenn wir sehen, wie der Zustrom momentan ist, wird das nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen ja auch entsprechend eine finanzielle Sicherheit für unsere Kommunen, für unsere Länder vor Ort. Jetzt war ich selber Bürgermeister. 75% meiner Unionskollegen haben kommunalpolitischen Hintergrund. Bei der Ampel scheint das etwas anders zu sein. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel vor Ort zu bringen.
In Penzing, in meinem Wahlkreis, haben wir das Glück, eine BIMA-Liegenschaft zu haben und haben dort 600 Flüchtlinge untergebracht. Da möchte ich auch noch mal herzlichen Dank sagen an die BIMA. Es funktioniert vor Ort wirklich gut. Aber, meine Damen und Herren, das ist eine Kommune mit 3.500 Einwohnern und 600 Schutzsuchende, die dort untergebracht sind. Und deshalb haben wir den Paragraph geändert. Wir haben das Thema soziale Infrastruktur mit aufgenommen, weil es nicht nur genügt, Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Wir müssen auch schauen, dass die Kommunen vor Ort die Kinder beschulen können, einmal räumlich. Und die größere Herausforderung wird auch sein, das entsprechende Personal zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist heute ein Schritt in die richtige Richtung. Schön, dass Sie es aufgenommen haben. Aber hätten Sie doch unseren Antrag komplett gelesen und hätten Sie, wie gesagt, das Thema soziale Infrastruktur bei Ihnen entsprechend mit aufgenommen. In schwierigen Zeiten braucht man Mut zur Verantwortung, man braucht Mut zur Entscheidung. Schweigen hilft nichts. Schweigen ist nicht Verantwortung übernehmen. Am 10. Mai findet die Ministerpräsidentenkonferenz statt. Ein Vierteljahr später, als die Anforderung und auch der Aufschrei aus den Kommunen sprach. Und fällt Ihnen was auf, was am 10. Mai stattfindet? Eine Ministerpräsidentenkonferenz. Sie reden erneut nicht mit den Kommunen. Sie sind nicht beteiligt. Sie reden über die Kommunen. Sie reden über Respekt, aber erweisen unseren Kommunen keinen Respekt. Sie besuchen ja lieber eine Bäckerei in Hannover, während Frau Faeser zum Integrationsgipfel geladen hat, meine Damen und Herren. Was ist das für ein Bild gegenüber unseren Kommunen? Wir müssen das Thema vor Ort regeln. Wir müssen unsere Kommunen stärken, diese Herausforderung in Kraft zu bringen. Ja, und es gehört mehr dazu. Aber wir reden heute über das Bau. Wir reden heute nicht über den Zustrom, wie man den entsprechend steuern, begrenzen und regeln kann. Das sind andere Punkte. Aber wir müssen doch unsere Kommunen wertschätzen und die Aufgaben geben und die Werkzeuge geben, um die Aufgaben entsprechend erfüllen zu können. Deshalb haben wir heute auch in der Union diesen Flüchtlingsgipfel ins Leben zu gerufen, weil wir in Austausch gehen wollen mit den Kommunen, weil wir von den Kommunen lernen wollen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wo sind die Probleme? Und das daraus zu lernen, Lösungen zu arbeiten und die dann umzusetzen, das muss doch das Ziel sein, meine Damen und Herren. Und ich bitte, etwas mehr zuzuhören, denn alles zu meinen, zu wissen, Herr Kollege Kiesling, letzter Satz bitte. Und entsprechend überheblich. Vielen Dank. Ich bitte um etwas mehr Ruhe im Saal und auf den Tribünen, sodass wir dem letzten Redner in der Debatte jetzt noch gut zuhören können. Das ist für die SPD-Fraktion Bernhard Daltrup. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt nicht so vieles wiederholen, was schon angesprochen worden ist, aber den Dank, da will ich mich auch gerne anschließen an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, an die Kommunen, aber auch an den großen Teil der Zivilbevölkerung, wenn ich es einmal so sagen darf, die bereit gewesen sind, Menschen aufzunehmen und die vom Geist der Solidarität und nicht vom Geist von Neid und Missgunst geprägt sind, wie das in Ihren Anträgen sozusagen zum Ausdruck kommt. Nummer eins. Lieber Michael, komm gleich noch mal drauf zurück, will nur mal eben sagen, wo ist er? Ja. Ah, irgendwo wird er schon sein, der kriegt das schon mit. Also ihr seid mit eurem Antrag fertig, aber wir haben das schon beschlossen. Das ist der Unterschied. Und da kommen wir gleich noch mal drauf, kommen wir mal gleich drauf zurück. Warum machen wir diese Debatte? Gibt zwei Anträge. Der eine, der kommt von der CDU, der handelt das Baugesetzbuch, der Antrag ist seriös, aber zu spät. Einen anderen Antrag gibt es von der AfD, und das muss man sich mal vorstellen. Dieser Antrag der AfD glaubt im Ernst, eine Bauweise, das serielle Bauen, hätte eine Anreizwirkung auf das Kommen von Flüchtlingen. Ich will Ihnen mal eins sagen, ich glaube, unter den wirklich beklopptesten Anträgen der Legislaturperiode gehört er zu den Top Ten, muss ich wirklich sagen. Und alle, die... Und das darf ich auch im Namen der Kollegen der CDU sagen, die Sie als Begründung in Ihrem Antrag schreiben,
werden sich entschieden dagegen verwahren, von Ihnen als Kronzeugen genannt zu werden. Und deswegen will ich noch mal sagen, was Sie hier erzählen wollen, Frau Bachmann, zur Platte, zum seriellen Bauen. Das ist im Grunde genommen die alte Platte. Daran wollen Sie erinnern. Das serielle Bauen ist heute am Beispiel des Luisenblocks ein Ausdruck von moderner Architektur, schnell realisiert. Und das Einzige, was alte Platte ist, das ist, dass Ihre ganze Fraktion die alte Platte ist. Und die muss vorbei sein. So. Geld alleine reicht nicht, hat heute Morgen im Morgenmagazin der Landrat Achim Brösel aus Baden-Württemberg gesagt. Er ist bei Ihnen auf dem Kongress. Der hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Bin mal gespannt, was Sie davon heißen. Man sollte doch die Flüchtlinge stärker in die ländlichen Räume packen, weil da ist ja genug Platz. Meier, gucke ich mal, ob das so funktioniert. Geld alleine reicht nicht, aber Geld ist wichtig, ist keine Frage. 2 Milliarden im Jahre 2022. In Nordrhein-Westfalen übrigens direkt an die Kommunen weitergeleitet worden von Herrn Wüst. Warum? War vor der Landtagswahl. Nach der Landtagswahl noch mal 1,5 Milliarden, hat er nur noch die Hälfte weitergeleitet. Das macht er mit den 23er Mitteln auch. Denen müssen Sie sagen, dass Sie Ihre Kommunen vernünftig ausstatten, weil das ist, glaube ich, eine wichtige Angelegenheit. Und deswegen sage ich mal, wenn man über Kommunalfinanzen redet, dann muss man darüber reden, dass die Länder die Aufgabe haben, eine dem Kommunalisierungsgrad entsprechende Finanzierung der Kommunen sicherzustellen. Das machen Sie da, wo Sie Verantwortung haben, nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU. Jetzt kommen wir zum Baugesetzbuch. Jetzt kommen wir zum Baugesetzbuch. Ich sage mal, ist ja alles nicht schlecht, was Sie sagen, aber es ist schon erfüllt, es ist beschlossen im Kabinett. Und wissen Sie, warum das im Kabinett beschlossen worden ist? Wissen Sie, warum? Weil am 16. Februar im Flüchtlingsgipfel mit Nancy Faeser das alles angekündigt worden ist und nicht, weil Sie darüber beraten haben. Ja, das modulare Bauen, die Städtebauförderung, das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen, alles dort besprochen und jetzt bereits umgesetzt. Und ihr überlegt mal gerade, weil ihr einen Flüchtlingsgipfel macht. Also, wir stehen da schon an der Seite der Kommunen. Es ist da mehr besprochen, dass das Migrationsdashboard ein ausdrücklicher Wunsch der Kommunen und Länder, dass Länder und Kommunen umfassende zeitnahe Informationen gibt. Das ist besprochen worden. Und vieles andere mehr. Letzte Bemerkung, die ich auch noch mal machen will, in Ihre Richtung, weil Sie das wissen müssen. Eine Studie der Agentur für Arbeit hat jetzt gesagt, bis zu 200.000 Geflüchtete können wir in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Das lobt auch übrigens der schleswig-holsteinische Ministerpräsident der CDU. Also mit anderen Worten, es wird den nächsten Gipfel geben mit weiteren Zusagen, mit weiteren Beweisen dafür, dass wir der Integration ihre Rolle geben und den Kommunen Schluss. Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 6174 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,